Unboxing-Video. Und diesmal der Samsung UE32D6510 WSXZG. Ein Full HD LED 3D Flachbildfernseher. In der Größe hier 32 Zoll. Ist zwar schon ein Weilchen auf dem Markt, aber ich habe den jetzt mal und werde den mal ein bisschen testen. Und erstmal packen wir den aus. So. Der Fernseher wiegt so eine Kiste unter 20 Kilo, also von einer Person zu transportieren. Wobei ich sagen muss, er ist sehr unhandlich zu tragen, wenn man nicht gerade Riesenarme hat. Also für Personen ab 2 Meter kein Problem, den unter den Arm zu klemmen. Unter 2 Meter sehr unbequem und an den Seiten zu fassen auch nicht so schön. So, fangen wir mal an mit dem Kleinteil. Da haben wir hier einmal, gucken, ob ich auch ein Bild habe. Einmal ein, das wird der Fuß sein, der Rückteil für den Standfuß. Und einige Schrauben. Dann haben wir hier nur Styropor. So. Ich sehe auch schon den Standfuß. Der liegt hier so schön an der Seite. Schön geklebt, quietscht auch schön im Kleben. Hier habt ihr den Standfuß. Ja, der ist auch drehbar, allerdings habe ich mir davon mehr erhofft, aber ich habe schon einen Laden bei dem Modell gesehen, dass er sich nicht so weit drehen lässt. Ihr seht hier die Anschlagwinkel wahrscheinlich. Also mehr geht nicht von da nach da und das war's. Also nichts mit einmal zur Seite 90 Grad oder so. Das ist sehr schade, wäre dann sonst wirklich ein guter Monitorkonkurrent. So kann er nur mit Monitoren konkurrieren, die sowieso nicht drehbar sind. Da hier sind noch ein paar Gumminoppen an den Seiten von dem Standfuß. Die Unterseite ist in Weiß gehalten und die Oberseite ist in Silber Metallic, reflektiert auch entsprechend. Scheint aber alles Kunststoff zu sein, außer hier dieses Metallteil. Dann haben wir hier noch schön verschweißt die ganzen Handbücher, Bedienungsanleitungen und diverses Infomaterial, Smart Hub etc. Noch mehr Kleinteile. Auch alles schön verschweißt. Und zwar, was haben wir denn hier alles? Die Fernbedienung einmal. Schön groß, viele Funktionen und soweit ich weiß sogar beleuchtet. Ist bei einem LED-Fernseher eigentlich nicht unbedingt zwingend notwendig, wenn er eingeschaltet ist, weil die doch recht hell sind. Dann haben wir hier den Stromkabel, das Stromkabel in Weiß und Komponentenkabel für Video und keine Ahnung, was das ist, irgendein Adapterkabel für Audio anscheinend, da werde ich dann später noch drauf eingehen, denke ich mal. SCART-Kabel haben wir hier noch drin und ja, diverse Kleinteile. Kommen wir zum Herzstück des Ganzen, der Fernseher. Ja, da ist noch gut Platz in der Verpackung. Da haben wir die Seite ausgespart für den Standfuß quasi. Werdet ihr gleich sehen. Wenn die Verpackung offen sein würde. So, also am besten ein bisschen schräg anheben. Hier in dem Fall auf der linken Seite. Und dann bekommt man ihn auch raus. So. Ja, hier seht ihr schon den Größenunterschied zwischen Verpackung und dem Display. Hier sind jetzt keine weiteren Teile drin, das heißt, wir können ihn auch mal hinlegen. Verpackung weg. So, ihr seht jetzt nun den kompletten Verpackungsinhalt hier einmal. Und hier haben wir die Abdeckung. Ja, das kann man seitlich zwar aufreißen. Will ich jetzt aber nicht unbedingt machen, also lege ich das Ganze hier einfach mal auf den Kopf. Man kann hier vorne und hinten das öffnen, wie ihr seht. So. Schön vorsichtig rauspulen. Wie man sieht, das ganze Panel ist komplett glossy.
Das heißt, es spiegelt sich wirklich alles. Was natürlich jetzt weniger schön ist, ich möchte euch ja nicht hier gerade die ganze Räumlichkeit zeigen, sondern eher das Display. So, nachdem das Ganze jetzt ausgepackt wurde, muss jetzt noch der Standfuß montiert werden, weil ich hier keine Wandhaltung benutze. Da haben wir einmal den Standfuß und das vorhin noch gezeigte Rückteil. Das wird jetzt hier einfach oben aufgesetzt. Und hier seht ihr auch nochmal, dass der halt drehbar ist, aber leider nur minimal. Und dann braucht ihr einen Schraubendreher, idealerweise einen Kreuzschlitzschraubendreher. Ich habe jetzt hier nur mein kleines Multitool gerade zur Hand. Und dann nehmen wir die beiliegenden Schrauben. Da haben wir hier zwei hinten und dann nochmal zwei auf der anderen Seite. Drehen wir das Ganze mal um und hier kommen jetzt die anderen beiden Schrauben ran. So. So, nachdem nun die Schrauben befestigt wurden, wird der Standfuß hier montiert und zwar gerade auf den Monitor rauf. Aber wie ihr seht, funktioniert das jetzt so nicht. Das heißt, ihr müsst euch einen Tisch suchen und dass der Monitor ein bisschen erhöht liegt. Das mache ich jetzt auch gleich mal. So, auf die Schnelle habe ich jetzt mal ein bisschen umentschieden und zwar habe ich den Fernseher einfach seitlich gestellt, weil so einen kleinen Panel kann man das mal machen und habe ihn einfach gegen die Verpackung gestellt. Und jetzt kann ich hier einfach direkt das Ganze auf. So. Und schon hält das gute Stück. Aber wir wollen es sicherheitshalber noch festschrauben. So, jetzt ziehe ich die Schrauben noch nicht ganz fest. Ich drehe sie erst einmal rein. Mit wenig Kraft. So, guck, ob der Fuß nochmal richtig sitzt und ziehe dann die Schrauben fest. Im Prinzip könnt ihr die Schrauben auch nochmal festziehen, wenn das Ganze auf dem Standfuß steht. Aber er sollte natürlich so gut wie möglich schon vorher festgezogen sein. Ich stelle das Ganze wieder hin. Hier auf der Rückseite seht ihr nochmal im Detail, das ist ja Interface, beziehungsweise was hier montiert werden kann. Das hat Samsung so gemacht, um ein bisschen Platz zu sparen. Hier haben wir die Anschlüsse für USB, den digitalen Audioausgang für eure Soundanlage, nochmal USB, diesmal für die Festplatte, zum Beispiel um Videos abzuspielen. Dann haben wir die HDMI-Ports, das sind insgesamt 4 Stück von der Zahl. Und hier unten haben wir einen Komponentenanschluss. Da liegt ein passender Adapter bei, damit ihr das entsprechend auch anschließen könnt. Und hier unten sind die Anschlüsse für PC, also D-Sub, VGA, die Antenne für Satellit und die Antenne für Kabel und DVB-T. Dann haben wir hier extern RGB, da liegt ein passender SCART-Adapter bei, Audio in, nein, pardon, ich korrigiere mich, Audio out. Das ist ein Kopfhöreranschluss und LAN, also Netzwerkanschluss. Dann gibt es auf der Rückseite natürlich auch die entsprechende VESA-Wandhalterung. Und das war es im Prinzip so an den wichtigen Anschlüssen, abgesehen natürlich vom äußerst wichtigen Stromanschluss. Ah, und nicht zu vergessen natürlich auch die Bedienknöpfe. Diese befinden sich hinten rechts am Fernseher für die Leute, die die Fernbedienung nicht benutzen möchten oder können. Ist auf jeden Fall eine gute Position, kann man von vorne bedienen. Man sollte sich nur einprägen, wo welcher Knopf ist, weil das sieht man natürlich von vorne nicht. Im Abschied noch ein paar Detailaufnahmen von dem schönen Samsung-Gerät, damit ihr auch mal den schönen dünnen Rahmen seht.